Ja, hallihallo ihr Lieben. Ich habe ein Kosmetik-Kosmo-Video für euch, um euch ein bisschen abzudaten, was es so in letzter Zeit Neues gab und was in Zukunft noch alles kommt. Und da fangen wir doch direkt mal mit den Nagellacken an. Ich habe ja zwei der neuen Farben schon etwas länger im Programm. Das ist einmal Silberbaum und Milchkaffee. Alles so sehr schöne Nude-Töne. Und jetzt ist der letzte endlich da, der Vampyria. Ich habe den so genannt, weil in meiner Vorstellung Vampirhaut so aussieht wie diese Farbe. Ich habe sie euch hier auch mal geswatcht, wobei ihr ja immer bitte bedenken sollt, dass die Kamera, die Videokamera, das sehr verfälscht. Deswegen habe ich euch einen Link in die Infobox gepackt, wo ihr die Farben farbecht auf dem Blog sehen könnt. Und das hier ist Silberbaum. Das ist so ein metallisches Taub-Silbergrau. Wir haben hier den Vampyria und hier Milchkaffee. Als ich diesen hier, den Vampyria, getwittert habe, meinte jemand vom Shopfoto, dass der sehr ähnlich aussähe zu dem Steinzeit. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das seht ihr sowohl in der Flasche jetzt auch schon, als auch dann auf dem Nagelrad. Das ist doch, also das ist Vampyria, das ist Steinzeit. Und guckt euch bitte nicht meine Nägel an. Ich teste gerade wieder verschiedene Dinge. Und das, was ich jetzt heute drauf habe, ist einfach nur eine Katastrophe. Aber man ist ja dazu da, um besser zu werden. Und also bitte da einfach nicht hingucken. Und hier habe ich dann für euch nochmal den Moment. Doch, das ist Milchkaffee. Der ist sehr interessant, hat vom Prinzip her doch eher cremiges Finish, aber da sind so ganz leichte Goldflakes drin. Also ich hoffe, dass das so ist, wie ihr euch das vorgestellt habt, als ich euch die das allererste Mal gepostet habe, Anfang Januar. Also hat jetzt doch einige Zeit gedauert, bis die dann online waren. Aber es sind wirklich sehr, sehr schöne Nude-Töne an Lacken. Ich denke, die nächsten, die ich dann so rausbringen werde, sind dann vielleicht doch etwas knalliger oder auffälliger. Möchte da jetzt nicht zu viel verraten. Ich arbeite ja aktuell schon an meiner Weihnachtskollektion. Was aber demnächst noch kommt, und das kann ich euch hier schon mal zeigen, das ist der letzte neue Lidschatten aus meiner Range. Der wird heißen Koboldgelüste. Das ist auch eine ganz witzige Geschichte. Ich muss ja dann immer die Namen erfinden und irgendwie, als ich diesen Namen erfunden habe, hatte ich ein, wie sagt man, ein Inspirationsloch. Und was macht man, wenn man Coco ist und ein Inspirationsloch hat? Man fragt Twitter, so wie man es ja immer macht, wenn man eine Frage hat. Twitter hat auf alles eine Antwort. Und ihr habt ganz toll mitgebrainstormt. Heißt das überhaupt? Gibt es da ein deutsches Wort dafür? Und ja, so kam dann dieser Name zustande, Koboldgelüste. Es ist halt ein braun-grün changierender Lidschatten und der wird in circa zwei, drei Wochen im im Shop sein. Und ich war die Tage jetzt bei der Firma, die die für mich herstellt und abfüllt, und da habe ich euch das auf Video aufgenommen. Also da kriegt ihr jetzt mal wieder so ein Behind the Scenes oder so ein Backstage oder Coco hinter den Kulissen Video oder wie ihr das auch immer nennen wollt. Da könnt ihr euch also schon mal drauf freuen. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass euch die Neuheiten, die ich so rausgebracht habe, gefallen. Ihr könnt es ja mal in den Kommentaren da lassen. Und jetzt sage ich für heute erstmal ciao, ciao, eure Coco. Bis zum nächsten Mal.